Okay, starten wir mit dem nächsten. Wir müssen ja hier noch Level 16 jetzt. 16, bitte. Hast du denn auch schon dein Sweet 16 gefeiert, du? Mein Sweet 16? Ja, oder bist du schon älter? Nein. Ich hatte meinen Stimmbruch mit 8. Ich bin jetzt 13,5. Kommst du? Ja. Kannst du das nicht alleine hier, oder was? Sorry. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, dann habe ich mich verschluckt. Tone, du bist immer noch in der 386er-Zeit hängen geblieben. Ja, ehrlich. Wolltest du dir nicht einen neuen Laptop kaufen, du? Nicht direkt. Nee. Also, jein. Oh, ich mach ein klares Jein, ist doch ganz klar. Oh, hier ist ganz schön was los. Nein. Aua. Ich habe ja nächste Woche Urlaub. Ich habe zwar schon genug recherchiert, ich weiß auch schon, was für einen ich kaufe. Alter. Bin ich direkt in so eine Explosion reingerannt und da hat's mich zerrissen. Aber so richtig. Einfach nur Bumm gemacht und ich bin von 100 auf 0%. Batz. Und es hat Zoom gemacht. Richtig. Das hat es. Nein, ich weiß schon, welchen ich bestellen möchte. Ja. Das mache ich nächste Woche, weil nächste Woche habe ich eine Woche Urlaub. Schön. Insofern wird auch definitiv der Kreuzritter 70 nächste Woche. Wird ein bisschen gesuchtet wird dann. Ja, auf jeden Fall. Nein, und dann werde ich den nächste Woche bestellen, weil so wie die Kundenrezensionen da bisher aussehen, scheint die Lieferzeit relativ gering zu sein. Das finde ich gut. Bestellst du denn den auch einen, mit dem du dann auch zocken kannst, oder? Nee, das wird nicht meiner, das muss man noch dazu sagen. Teilst du dir den? Meiner, der jetzt kaputt gegangen ist. Er ist aber auch 8-9 Jahre alt, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Der ist echt 8-9 Jahre alt gewesen. Relativ großes Display hatte der ja und den habe ich so als Multimedia Zoll, ne? Das waren 18,4 sogar. Alter, das sind die Mega-Laptops. Ja, das ist schon kein Laptop mehr, das ist ein... Ja. Ja. Ein Riesenbaby. Das ist echt ein Riesenbaby. Oh. Ja, und der Bedarf ist jetzt halt nicht mehr da, weil ich seitdem, ja wie gesagt, vor 8 Jahren, wie alt war man da, ne? Da hat man schön zu Hause gewohnt, ne? So unterm Dach, ne? Hatte dann eine Schräge und keinen Platz. Und deswegen hat man sich dann so eine Kiste dahingestellt. Dein Zimmer früher war auch das Geilste, ey. Ja, sicher. Mit dieser Treppe, Alter, wo ich mal mega Panik hatte, da hochzugehen. eine steilere Treppe gibt's überhaupt gar nicht auf diesem Planeten. Richtig. Hoch ging ja noch, ey. Da musste aber runter. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast, wenn du da auch mal dann voll besoffen da hoch und runter gegangen bist, Alter. Ich das ging sogar. Besoffen ging das besser als nüchtern. Ja, ne? Ist so richtig runtergeslidet, ne? Ja, klar. Das Treppengeländer runtergerutscht. Dabei habe ich mir immer Löcher in mein Nachthemd gerissen. Nein. Und der jetzige Laptop, der jetzt kommen wird, der Bedarf an so einem Zocker- und Multimedia-Laptop ist halt nicht mehr da. Deswegen ist es zwar ärgerlich, aber insofern nicht weiter schlimm, dass der jetzt draufgegangen ist. Meine Herzallerliebste hatte sich aber vor einiger Zeit mal überlegt, Mensch, ich möchte einen... Ja, kleineren. Man kann es jetzt nicht diskriminierend gemeint, man kann es tatsächlich einen Frauen-Laptop nennen, also mit dem man sich schön abends aufs Sofa setzen kann, Laptop auf die Knie und ein bisschen... Schön Shopping, ne? Ja, genau. Irgendwie Schuhe shoppen oder sowas in der Richtung halt. Facebooken. Ja, reicht ja auch. Na, ja, genau. Ich seh das aber auch genauso. Ich finde auch, man sollte, wenn man sich einen Laptop holt, dann sollte man einen kleinen nehmen, so einen 15 Zoll maximal. Mhm. Der dann auch schön dünn und handlich ist. Der muss dann noch nicht so ein Mega-Power-Ding sein. Mhm. Und sich dann lieber einen richtigen Desktop-PC holen. Richtig. Und so ist es jetzt halt, ne? Weil du kommst im Endeffekt auch günstiger bei weg, weil... Ja, auf jeden Fall.
Weil so Desktop-PCs sind halt einfach, gerade für Gaming-Sachen sind die viel günstiger. Wenn du in so einen Laptop so eine richtig fette Grafikkarte ein musst, Alter, da bezahlst du dich ja dumm und dämlich. Ja, vor allen Dingen ist es einfach Schwachsinn, ne? Ja, ja. Es ist einfach Schwachsinn, weil du würdest wahrscheinlich, wenn du vom Komfort her, würdest du ja sowieso Maus und Tastatur dann an den Laptop sogar noch mit dran schließen. Klar. Ja, komm. Das ist Quatsch eigentlich. Ja, deswegen wird das halt. Aber wir haben uns jetzt auf 13,3 Zoll sogar spezialisiert. Ach so, richtig klein. Das heutzutage immer gar nicht mehr. Das ist gerade so einen größer als Netbook, wenn ich das richtig gesehen habe. Diese Spawner hier hinten, ne? Ja, ne? Ziemlich nervig. Schlimm. Ja. Den habe ich erstmal einen Swimmingpool unter die Füße gezaubert. Hast du direkt ins Piranha-Aquarium reingebeamt. Genau, genau. Was fällt dem auch ein? Ich verschlabert der. Verschlabert? Du Labersack, du. Da kommt ein Gelber. Ehrlich? Aber von der anderen Seite, aber warum haust du jetzt ab? Ich mach ihn mal hier, ich unterhalte mich mal mit ihm. Ich habe hier aber auch Diener, lauter Skelette. Aber ich sehe keinen Chef dazu. Ja, den Chef hier habe ich doch hier mir. Ach so, das heißt, ich mach gerade die Diener und du den Chef? Ja, ja. Ist das jetzt so? Chef ist schon vertot. Sind wir jetzt schon so weit, dass ich mich hier mit dem Pöbel abgebe und du nur mit dem, richtig, mit dem Adel? Ruhe, nimm du mal dieses Kleinvieh. Ja, ehrlich mal. Mann. Das dauert hier aber auch. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ein bisschen Flame gehört immer dazu, ne? Macht am meisten Spaß. Das stimmt. So, zeitlich liegen wir auf jeden Fall klasse. Ja, die kippen wir auch eigentlich relativ schnell um, ne? Also so der... Ja, das geht. Der Trash. Und jetzt sieht man mal wieder, warum ich diese Map irgendwie nicht mag. Ja. Das ist hier nicht ergebnisorientiert aufgebaut. Nur zur Verwirrung, das geht gar nicht. Oh, oh, oh. Die Explosionen sind dann übrigens etwas, was blinkt, wo man nicht draufklicken sollte. Das stimmt. Aber mein PC, der macht heute Mucken, ey. Ich habe die ganze Zeit Low FPS bei der Aufnahme. Das kotzt mich an, du. Ich habe schon 15 Mal neu gestartet, aber wenn ich das noch jetzt noch öfter mache, dann schneide ich mir gleich einen Wolf, ey. Die Mucke auch hier im Hintergrund, ne? In der Aufnahme ist sie immer relativ leise, aber auf meinem Kopfhörer ist die echt mega laut. Ich habe die Hintergrundmusik, glaube ich, schon soweit es geht, so weit runtergeschraubt. Alter, ist das am Laggen. Was ist hier los? Wieso leckt das so? Warum spazieren wir hier jetzt gerade so gemütlich durch irgendwie? Das ja, voll easy, ist das, ne? 16 jetzt gerade irgendwie voll easy. Ich glaube, selbst eben gerade bei 15 hatten wir, war es knapper mit der Zeit, oder? Na, irgendwie schon, ne? Das muss man auch nicht verstehen. Vielleicht bin ich wegen diesen Lex so aggro und mache einfach deswegen mehr Damage. Das ist es bestimmt. Oder sind deine Items wesentlich besser geworden seitdem? Nee, ne? Oder? Nee. Seitdem nicht. Wollte ich gerade sagen. Und die zwei Paragon-Level, die wir gerade gemacht haben. Warum hast du mich eigentlich schon verlassen? Hier sind doch Gegner. Ja, aber hier doch auch. Das ist jetzt eine Frage der Sichtweise. Lass mich doch nicht alleine. Oh, hier sind ja Freundies. Oh, schön. Große Jungs. Ich glaube, die haben auch Feuerketten. Musst du aufpassen.
Hab ich gesehen. Welche Kette? Ach, da ist er ja schon. Der ich dich durch den Dreck gezogen habe. Ferendi ist Ach, Ferendi ist dieser Hammer-Typ. Ja, der kann ganz doll zuhauen. Ferendi. Der macht Aua. Ja, wo ist er? Bin ich blind? Wo ist er? Steht doch da. Ja, nee, der wurde mir gerade... ist auch egal. Der macht ja gar nichts, der ist weg. Die ganze Zeit gestunt, ey. Von was denn? Hast du Stunner-Fähigkeiten? Weiß ich nicht, er schlägt uns auf jeden Fall nicht gerade. Nee, er macht gar nichts, ne? Er steht einfach nur da und kriegt ab. Jo, jetzt hat er sich zu mir gebeamt. Ja. Irgendwie... Ah. Irgendwie buggt er so ein bisschen, ne? Ja. Aber er kommt auf deine Viecher nicht klar. Irgendwie buggt er ein bisschen und zwar keinen Kuchen. Los, ich will was Legendäres sehen. Ein Schwert und ein Edelstein. Warum kriegst du auf einmal so viele Legendaries? Was soll das sein? Ich krieg mir noch immer so viele. Ich habe beim ersten Mal 4 und seitdem immer 2 bis 3 gekriegt. Ja. Spinnst du? Ich habe genau jedes Mal einen Edelstein, okay. Ich auch. Ist ja auch Untergrenze der Verhandlungsbasis. Legendäres Schwert. Das hatte ich noch nie, glaube ich, das hier. Mal schauen, was das für eins ist. Unglaublich. Das ist das Blauzorn. Willst du das haben? Machst du Kälteschaden? Ich mache... Nein, alles nur kein Kälteschaden, glaube ich. Bringt halt für mich überhaupt nichts. Ich meine, ich könnte Kälteschaden... Ich glaube, der Kälteschaden ist fix auf dem hier. Kälteschaden ist da bestimmt fix. Aber es ist der Affix ist auch irgendwie blöd, ne, oder? Ja. Oh, Kälteschaden und Untote, ne? Ach, das ist das Ding von Isual. Ich wusste doch, den Namen kenne ich irgendwie. Kennst du noch Isual? Ja. Einer von den Bossis. Richtig. Der ehemalige Marschall von Tyrael. So, machen wir einmal Schlüsselstein aufwerten nochmal, ne? Einmal geht noch. Jo. Wir müssen jetzt. Ach, jetzt machen wir 17. Wird immer besser hier. Geht das jetzt immer nur noch einzeln hoch? Ja, aber denn keine Verschnaufpause hier? Go, ne? Go machen wir jetzt. So, kurz hier den Ding. Ach, ich hab so wenig dabei hier. Können wir direkt Go machen. Keine Zeit für Faxen hier. 30 Sekunden. Mach keine Faxen. So, Blauzorn direkt entzaubern. Den anderen Crap hier auch. Alles auf die Bank. Ach, ich hab den Edelstein noch gar nicht angeguckt. Was ist er wohl für einer? Zeissstein der Rache. Euer Schaden wird um 4% erhöht pro 10 Meter, die zwischen euch und den getroffenen Gegnern liegen. Maximaler Bonus ist 20% bei 50 Metern. Wenn du das aufwertest, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist richtig geil, aber gerade für mich nicht. Ja, richtig. Aber wenn ich das für das magische Geschoss wäre, das zum Beispiel richtig geil. Ja, das stimmt. Achso, ich muss noch gerade meine Köpfe kaufen hier. Für Demon Hunter ist das halt auch richtig gut, ne? Auf jeden Fall. Aber sind wir ja nicht. Das gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Ich habe jetzt bestimmt schon. Ist ja wieder ein Legendary rausgeholt. Set oder Legendary Köpfe gekriegt und der einzige, der noch über ist, ist der, also der einzige, den ich noch nicht hatte, ist der, der mir noch fehlt und den ich haben will. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Ja, ist bei mir aber genauso. Teilweise, die haben halt Drop-Chancen von, wie ich das letzte Mal gelesen habe, irgendwie 10% und manche haben aber auch nur 1%, ne? Mhm. Aber da musst du 10 Dinger von den anderen für holen, dass du einen von den anderen kriegst. Ich habe Statistik schon immer gehasst. Das hatte ich dabei. Ja, dafür kriege ich momentan hier überhaupt gar keine Legendaries bei Kadala. Also, was braucht ihr? Ich habe mir jetzt nämlich angefangen, hier Köpfe zu holen. Denn für Zauberer das Unique
Ausrüstungsteil ist ja der Zauberhut. Und da gibt es teilweise richtig, richtig geile. Und die alle so zaubererspezifische und noch Texte drauf haben. Voll gut. Voll gut. Voll gut. Okay. Richtig gut ist das so. Und oh. Hast du schon. Du hast. Wollen wir nicht Swimmingpool machen, Dru? Nee, wir wollen nicht planschen gehen. Danke. Arbeit, Arbeit. Oh, geht direkt schon los. Das ist ja voll dreist hier, ne? Hat man noch nicht mal seine Hunde ausgepackt? Sind die Hunnis noch im Körbchen? Mhm. Okay, das mit den FPS geht mir hart auf die Eier. Egal. Muss rausfinden, woran das liegt. Das war nicht immer so. Vielleicht muss ich D3 mal komplett neu installieren. Dru, verlass mich nicht. Hier ist, Ich geh doch nur andersrum. Hasstreiber der Abrechner. Aua, aua. Ich muss noch ein wenig länger warten. Abtreiber? Der Abtreiber ist da. Oh Mist, ich bin im falschen Raum. Aua. Du bringst ihn mit. Was machst du denn da? Ach, jetzt ist er andersrum gegangen. Da ist er. Oh, der haut. Der haut. Der haut doll. Aua. Haut übelst doll, ich bin die ganze Zeit fast tot. Oh! Es geht zu Ende. Ach, das war. Boah. Alter. Mensch, der haut echt ganz schön dolle, ja? Kannst du mal mit deinem Meteorenhagel aufhören? Genau. Ich sehe nix. Er kann durch seine Mauern durchlaufen, ne? Natürlich. Ehrlich mal, voll unrealistisch. Boah, Hasstreiber, ne? Der geht mir hart auf die Eier. Na, endlich. Mann, Mann, Mann. Der hat uns ganz schön aufgehalten. Guck mal auf die Uhr. Na, richtig, ey. Boah, jetzt kommen schon noch mehr. Warum müssen es genau die sein? Alter Schwede. Die sind richtig nervig, die haben auch richtig viel Leben. Ja. An den Lebensband haben die. 300 Millionen, aber trotzdem. Aua. Oh. Stirb. Ah, ich geh drauf. Ja. Ich bin verwundet. Ich stehe immer noch im. Dieser dämliche Schleim dazu. Ja, im Gift, ey. Ist er jetzt tot? Einer ist weg, haben wir schon alle drei die jetzt? Die hatten ein Lebensband, das heißt, sie sind alle drei draufgegangen. Schön. Teilen die sich ein Leben. Ach ja. Sowas hier finde ich doch viel schöner. Ja. Schön trashig. Direkt auch wieder die Uhr nach vorne geholt. Ja, das geht dann auch direkt auf die Leiste, geht das dann auch. Ja, direkt auf die Leiste. Ist immer schön, wenn es auf die Leiste geht, ne? Alter, ich stehe irgendwo drin. So, jetzt Stufe 17 hier ist schon mal eine ganze Ecke schwerer, ne? Ja, ja, 17 ist, 16 ging voll klar. 17 ist näher an 18 als an 16. Ja, ja, 16 ging voll klar. 17 ist direkt, das ist bestimmt jetzt nochmal direkt so eine Qualstufe hochgegangen hier. Das kann schon sein. Hast du das genau nachgelesen, dass das, Ich habe nachgelesen, dass 25, das stand original in den Patch Notes. 25 entspricht was? Qual 6. Okay. Also das Schwerste. Und danach geht's halt nach Open End weiter. Und die wird dann halt noch schwerer. Aber 25 ist Qual 6. Und die genauen Abstufungen, was da jetzt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Wenn das ein linearer Verlauf ist, dann könnte man sich das ja ungefähr im Dreisatz errechnen, ne? Dru, du willst doch jetzt nicht original den Dreisatz auspacken, ich oder? Will jetzt original den Dreisatz direkt schön ganz tief in meiner Mathe-Tasche lassen, deswegen ich bin schon wieder tot, ich hasse es. Bist schon wieder das ist tot? Auch, die haben dieses Vortex, heißt das, glaube ich, ne? Dass die einen zu sich ranziehen. Ja, das ja. Ist echt fies manchmal. Du bist da rangezogen, batsch, tot. Ist natürlich für so eine
Ja. Für so zerbrechlichere Range-Klassen natürlich ganz doof. Also wir sind hier auch echt nicht gut in der Zeitruhe. Nee. Nee. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir unseren Edelstein nicht aufwerten. Stimmt. Und dann haben wir wieder zu viel gewollt, wa? Ja, ja. Ja, vor allen Dingen müssen wir den Boss zum Ende auch noch schaffen. Aber wir haben natürlich auch echt Pech mit den ganzen Hammerfürsten am Anfang gehabt, ne? Ja, übelst. Und dafür sind wir schon wieder näher an der Zeit dran. Und wenn die gleich liegen, da bist du noch bei den Schlitzern? Nee, nee. Oh, ey. Aua. Oh, dieses Level. Wieder Hammerfürsten. Alter, ich gehe so richtig drauf. Ja, ah, jetzt und eins auch noch. Und ich glaube, gleich bin jetzt ich auch tot. Jetzt ist vorbei. Tot. Alter, das ist zum Game in der ja, Ecke der Hammerfürsten. Alter. Oh Mann, das Level schaffen wir nicht. Wo soll es das erste Mal werden, dass wir es nicht schaffen? Ja, sieht so aus. Hat mich gerade aber auch wieder tierisch aufgeregt. Ich bin genau... werde eingemauert und in dem Moment geht der Leck los. Super. War dann wahrscheinlich ja. Zu viel Daten. Oh Mann. Nee, das kommt immer zufällig. Das ist nicht, wenn hier viel los ist oder so. Weiß ich nicht. Schoten Interwebs. Mhm. Au, ein Lähmer. Mhm. Oh, das Level wird ganz schwer. Dann noch diese verklüfteten Dinger hier, ey. Mhm. Oh, wir müssen hier echt mal ein bisschen so... Oh, jetzt ziehen die mich auch noch ran. Ja, ja. Dieses Vortex, ne? Das ist zum Glück kommen die Fetten da nicht durch. Ach doch, jetzt kommen sie durch. Ah! Oh, ich... Nein, 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 lass mich da weg. Hammerfürst, verpiss dich. Verpilz dich. So, jetzt ist der auch weg. Ich sagte, er ist weg. Steht da noch einer um die Ecke? Ja, da steht noch einer. Oh, da stehen noch einige. Ich muss hier weg. Das sind die Hammerbrüder aus Super Mario. Mhm, ehrlich. Im Moment dreschen sie nur auf dich ein, kann das sein? Nö, mich treffen sie momentan nicht. Wow. Ja, aber so geht's. Die hauen momentan auf die Viecher, glaube ich. Kann sein. Was ziemlich angenehm ist, wenn die auf die Viecher hauen. So, ey. Vielleicht schaffen wir es noch, Drew. Jetzt müssen wir richtig Gas machen. Am besten noch nicht mehr sterben. Hey, wir müssen jetzt uns das Reden einstellen, Drew. Nicht mehr sprechen, nur noch hauen. Triggern. Genau. Triggern. Leite Energie von der Kommunikation auf die Waffensysteme um. Bei Grabdas Hammer. Bei den Söhnen von Gugu, wie auch immer. Gugu. Schwöre ich, du wirst gerecht werden. Die Söhne von Gugu, also. Oh, da sind Flüblös. Ja. Blüblü, blüblü. Fing, fing. Fing, fing. Das war so geil bei Marc früher mit seiner Schwester. Dann hatten die Finfin, so einen sprechenden Delfin, ne? Nicht wirklich. Auf ihrem PC, ne? Das war so ein Programm, keine Ahnung. Mit so Mikrofon aber und so. Den kenne ich sogar, den kenne ich wirklich. Dann Finn, saß, Finn kenne ich. Ja, dann saß Marcs Schwester da immer. Und immer gerufen: Fing, 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 fing. Guck doch mal, Fing, fing. Das Blau ist, oben. Oh. Du, das klappt aber ganz gut. Ich habe gerade 14 Frettchen draußen und wir haben die Zeit eingeholt. Ja, ich bin auch gerade Archon-Power hier. Das sind noch zwei. Ja, so muss nee, das sein. Das sind die fallen Kopierer grad, sind das. Die machen gerade alles richtig. Alles ja, richtig. Und hier sind noch schöne Sachen zum Einsammeln. Mhm. Oh, wir sind wieder im... Sind wir im Plus? Nee, ich glaube ja. Nicht. Doch, sind wir. Ja? Ja. Wie gesagt, oh, aber wir jetzt brauchen hier schnell einen kleinen Zeitpuffer für den... Ja, ja. Zeitpuffer für den Bus. Schnell nach unten und schnell go. Ach, das ist die Friedhofskarte, ne? Ich bin auch ehrlich gesagt nie ganz zufrieden mit der Karte, also danach kann man nicht mehr gehen. Low FPS hier auch noch. Mann, die sind doch gehandicapt.
Ehrlich, wo gehen wir lang? Ja, unten, links, unten. Links. Ja, ja. Oh, blaue. Blaue sind aber auch nicht so verkehrt, weil die spucken diese dicken Dinger da aus. Aber wir hängen doch schon wieder ein bisschen hinterher. Oh. Naja, war okay. Ja, aber ich glaube, das wird sehr knapp mit dem Bus. Ich glaube auch. Am Anfang haben wir es verkackt. Komm schon. Müssen wir richtig Gas machen. Gegner. Gegner, wir brauchen Gegner. Jetzt sind hier keine mehr. Oh. Dina. Alter, mit Rückstoß. Rückstoß, dann auch dieses Spinnengewebe da, Schleim, Arsch. Giftkacke, aber die machen hier nicht so viel. Die kommen nicht ran. Ich sollte meinen Mund halten, sonst sterbe ich gleich wieder. So. Das war gut. Wo bist du, wo bist du? Oben ist was. Links, schnell, ein bisschen Trash. Ich brauche zwischendurch immer ein bisschen Trash, weil meine Cooldowns damit runtergehen. Trash. Bisschen Trash. Ist auch der Müllmann. Ja, ja, ja. Ich bin der Trasher. Der Trasher. Mhm. Mach auf! Guck mal, wenn man sich konzentriert, geht's, ne? Ja, aber... Oh, da ist blau. Ja, blau, her damit. Trink mal Archon. Oh, 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 oh! Ja, ja. Kugeln. Kugelalarm. Und Gewitter, der spinnt ja wohl. Ah, ich brutzel die ganz gut. Sehr, sehr gut. Wo bist du? Oh, das wird knapp. Das wird echt ziemlich knapp. Vielleicht sollten wir in verschiedene Richtungen laufen. Oh, hier sind wieder keine. Nur so ein paar Mottis. Wie gesagt, Trash ist gut. Verschiedene Richtungen? Nee, das ist doch Quatsch. Dann sterben wir wieder. Naja. Man sollte hier sogar egal sein, weil man den Loot ja nicht einsammeln muss. Ja. Knappe Kiste, knappe Kiste. Mhm. Das ist ja hier spannend bis zum geht nicht mehr. Eine spannende Mission. Können Drew und Olsen es schaffen? Ich habe da so meine Zweifel. Wenn wir jetzt richtig was weghauen hier. Ja, hau nochmal die Cooldowns raus. Ich habe hier auch 15 FPS, Alter. Ja, ja, jetzt war aber auch gerade einfach mehr los hier auf dem Screen. Gehst du hoch? Okay. Ja, oben ist nicht so viel, glaube ich. Lass mal nach unten gehen. Okay. Dann war Vollgas raus aus den Netzen. Ach nein, fuck, hier geht's nicht weiter. Wir sind hier richtig am Arsch. Oh, jetzt. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Mach hier mal. Hier ist ein Gelber. Wermut, reite. Alter, nicht sterben. Alter. Ich sterbe, ich sterbe. Nein, mach den Archon. Oh, ich. Geh weg. Ich bin tot. Fuck. Nee, doch, ich bin tot. Lauf. Ich laufe. Alter, der hat auch 7 von diesen Dingern unter mir gezündet, ne? Oh, ja, zum Glück bin ich hier direkt. Bin schon da. Ach, super. Ja, Achtung, Kugel hinter uns. Ja, ja. Boah, das wird so knapp, das wird so unglaublich knapp. Vor allen Dingen kommt der Boss gleich mit dem Blau. Mal gucken. Nicht da drin stehen, Olsen. Das wird eine ganz enge Kiste hier. Eine ganz enge Kiste. Ja, der kommt noch nicht. Fuck, er ist noch nicht da. Nein. Wahrscheinlich ist es dieses eine kleine Männchen jetzt. Nein, er ist es auch noch immer nicht. Noch nicht. Oh. Wo ist er? Wir brauchen jetzt einen, der nicht so viel Leben hat. Saxtris. Alle Cooldowns rauskommen. Ich mach schon. Oh, der hat wieder diesen Wirbelsturm. Ah, oh, eine Minute. Komm, hau alles raus. Ich hab den Archon leider gerade nicht. Ja, er haut kleine raus, das ist gut. Dann gehen meine Cooldowns runter, das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Das könnten wir schaffen, Drew. Ja. Nur nicht sterben, ne? Nee, das nicht. Ja, das könnte wirklich was werden, dadurch, dass der die ganze Zeit so kleine Scheißviecher noch mit rausbringt. Das wird so verdammt knapp, aber...
Aua. Oh, ich brauch den Archon. Oh, jetzt hat er mich da reingezogen. Oh, Archon. Archon ist... Oh, ich sterbe fast. Boah, da war gerade was richtig, richtig... Oh, 5 Sekunden, wir schaffen's nicht, wir schaffen's nicht. Hau was raus. Nein, wie gemein. Ist vorbei? Es ist vorbei. Nein. Wie dreist. Mein Archon war nicht ready. Fuck. Mann, es war wirklich der Archon. Du bist schuld, ey. Und jetzt habe ich auch nur einen Edelstein gekriegt. Jetzt habe ich einen Mojo gekriegt. Als ja, Bestrafung toll. Dafür. Ja. Ja, jetzt haben wir nur einen Stein verloren, ne? Also ich dachte, ja. Wir kriegen nicht mal Loot oder sowas. Doch, Loot gibt's, aber wir können die Steine jetzt nicht aufwerten. Das ist doch deine Schuld. Doch, kann man. Wir können nur nicht den Schlüsselstein nicht mehr aufwerten. Ach, das ist ja cool. Dann haben wir ja gar nichts verloren. Ach so. Easy peasy. Dann kann man nur nicht mehr weitermachen. Okay, dann muss man da gar nicht abbrechen irgendwann. Dann kann man immer versuchen, weiterzumachen. Ja, dann. Welcher ist denn hier, den ich hier immer upgrade? Kräftigendes Juwel? Nee. Hier, Stärke der Schlichtheit, ne? Aber guck, jetzt hat er nur 80% jetzt, ne? Was denn? Also mein Stein hat jetzt nur noch 80% Aufwertungschance. Ach so. Für Stufe 9. Mhm. Deswegen muss man auch schon höher kommen. Also es hat schon Sinn, höher zu kommen. Sag mal, Primärfertigkeiten sind die, Hast du jetzt den auch, den Stärke der Schlichtheit? Moment. Ja, genau. Ja, den buff ich ja schon. Den habe ich ja schon auf Stufe 10. Das ist, Primärfertigkeiten sind alle, die ja logischerweise unter Primär eingeordnet sind, ne? Richtig, diese 4, 5, wie auch immer. Ja, das ist natürlich cool. Das muss ich sofort reinhauen. Ja, den habe ich ja auch drin. Ja, instant. Da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. 60%, soll ich das riskieren? Hm, ich habe ja momentan nur einen, deswegen. Go. Das macht ziemlich viel. Ja, das fehlgeschlagen. Frechheit. Ah, deswegen, da muss man höher kommen. Also haben sie schon was eingebaut, das man nicht exploiten kann, ne? Weil dann kannst du die Edelsteine nicht vernünftig aufwerten. Wenn du was, wie, hä? Die Chance, die Edelsteine aufzuwerten, hängt halt auch damit zusammen, welches Level du gemacht hast. Im Portal. Dann sinkt die Chance. Eben habe ich im ersten hatte ich nur noch 80%, im zweiten hatte ich 70%, im dritten Versuch hatte ich 60%, ne? Okay, ich hatte jetzt jeweils 100. Ja, weil du von 0 anfängst, aber umso höher die Level der Steine, ja, klar. Umso höher muss das Level sein, in dem du das Portal Ach so. Gemacht hast. Ja, okay, das macht irgendwie Sinn. Das macht Sinn. Okay, den Schmerzverstärker habe ich hier noch. Ah, das ist das mit dem Bluten. Cool. Ich kehre in die Stadt. Mhm. Was ein Pech, ey. Das war echt ärgerlich. Was ein Pech. So, aber trotzdem ganz cool. Mir gefallen diese großen Nephalem-Portale echt super. Mhm. Das ist echt nochmal so ein anderes Spielprinzip, so ein bisschen. Das ist ja auch gut. Sonst kann Diablo ja so ein bisschen monoton werden. Mit der Zeit. Oh, ja, stimmt. Hast du recht, so mit der Zeit. Also jetzt macht mir ja super viel Spaß. Ich zock das ja auch echt hart. Aber es ist halt nicht so viel Abwechslung, ne? So, reparieren muss ich ja nicht. Traumhaft. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch machen die Greta Rifts auch Spaß, ne? Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit Drew und Olsen zocken. Vielleicht. Also es wird sicherlich wieder Diablo 3 sein, aber wir haben ja noch andere Pläne in der Zukunft. Wir müssen, glaube ich, mal unsere Chars reaktivieren, Drew. Ja, da ist was. In Azeroth. Atze. In Azeroth. Ja, mal gucken. Also bis denne. Und macht's gut.